Ja, Spahn hat mit beiden Händen das Geld aus dem Fenster geworfen und wusste gar nicht, wo es überhaupt ankommt. Natürlich war das nach dem Gießkannenprinzip und natürlich hat man hier versagt. Keiner weiß bis heute überhaupt, wie viele der Intensivbetten zum Beispiel aufgebaut wurden. Da gibt es keine Statistik dazu, das wurde nicht nachvollzogen.